Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, Julian, dass du das initiiert hast, dass wir hier sein dürfen. Und vielen Dank auch für das zahlreiche Erscheinen. Von der CÖzpay UG ist ein kleines Startup, gegründet 2016. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit immersiven Medien. Das heißt, wir entwickeln Augmented Reality und Virtual Reality Applikationen und filmen in 360 Grad. Also ich hoffe, dass wir damit den Nerv der Zeit treffen und euch heute ein bisschen Mehrwert mit auf den Weg geben können in eurem Studium. Viele von euch sind wahrscheinlich im Bachelor-Studiengang oder Master-Studiengang. Und ja, unsere Kompetenzen sind im Endeffekt Corporate Design, weil wir alle aus der Mediengestaltung so kommen, Image-Movies und hier so eigentlich das Kerngeschäft, AR, VR, 3D-Scanning, Fotogrammetrie, sind eigentlich alles Begriffe, die ihr kennen solltet oder zumindest mal gehört haben solltet. Natürlich auch Aerial Photography oder Luftbildaufnahmen, deswegen auch die große Drohne hier. Und Michael Radek, der mich heute begleitet, seit 2 Dekaden ungefähr professioneller Drohnenpilot. Dann haben wir Kevin Müller, dem haben wir auch zu verdanken, dass es diese Kooperation mit Candao gibt. Das heißt, die 360-Grad-Kamera, die wir später präsentieren werden und auch schon unter der Drohne montiert ist. Alexander Gerner, also professioneller Fotograf und auch zertifizierter Drohnenpilot. Und meine Wenigkeit, Chartai Özbay. Ich habe die Leute dann auch mehr oder weniger so ein bisschen zusammengebracht. Wir arbeiten projektbedingt zusammen. Ich glaube, das wird auch in der Zukunft mehr und mehr in diese Richtung gehen, dass kleine Startups sich zusammentun mit diversen professionellen, je nachdem, aus welchem Fachgebiet die Leute halt kommen und projektbezogen dann auch zusammenarbeiten. Das ist sozusagen, man sieht hier die Anfänge von 360-Grad-Aufnahmen, wie sie mal sich, also die Leute vorgestellt hatten, wie man das mal machen könnte. Auf der rechten Seite sehen wir ein GoPro-Setup, teilweise stereoskopisch, teilweise mit einer konventionellen Kamera. Bei uns sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Wir unterscheiden 360-Grad-Kameras einmal mit Multikameras, wie wir heute nicht dabei haben. Sehr klobige Geräte, aber mit einer sehr guten Qualität. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich ein extremer Kostenfaktor, egal, also allein schon aus dem logistischen Aspekt, ziemlich aufwendig von A nach B zu transportieren und dann eigentlich auch den Auftrag dann zu realisieren. Wobei es bei uns heute geht, sind Unibody 360-Grad-Kameras oder ja, VR-Kameras. Hier sehen wir die Jaunt, das war eines der ersten und mitunter Nokia Ozo war auch eine 360-Grad-Kamera, mit der man ganz toll filmen konnte. Das sieht man nicht so ganz, glaube ich. Das ist ein Open-Source-Projekt, das von Facebook initiiert wurde. Man konnte damit sozusagen, wenn man im Besitz eines 3D-Druckers war, selber einen 360-Grad-Rig bauen. Für wenige 100 Euro sieht man nicht so gut, glaube ich. Ja, wenn man jetzt bei uns draußen zu halten. Also spätestens nach der Präsentation könnt ihr auch gerne die Präsentation haben. Genau. Hier haben wir dann weitere Beispiele für 360-Grad-Kameras im Unibody-Style. Und worum es eigentlich heute eben, was wir auch dabei haben, geht, ist die Candao Obsidian R. Wir haben hier die S für Speed, genau, mit 120 Bildern pro Sekunde. Dann haben wir eben die R, die wir heute auch dabei haben, die auf High Resolution ausgelegt ist. Das heißt, wir zeichnen auf mit 8K. Und dann gibt es noch die Obsidian Go für die Einsteiger. Da ist auch der preisliche Einstieg relativ gering im Vergleich. Jetzt auch irgendwann demnächst bringen die Herrschaften von Candao eine 180-Grad-Kamera raus, die portabel sein soll. Nennt sich dann QCam, aber darüber könnt ihr dann mehr erfahren im Internet. Beziehungsweise da ist auch, glaube ich, jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne initiiert worden, mit der man dann auch die Jungs und Mädels unterstützen kann.
Die bewerben die ganze Sache damit, dass sie eben 6 Linsen benutzen, die ziemlich gleich mit dem Augenabstand des Menschen zu vergleichen ist, um sozusagen dann gewisse Parallaxenprobleme zu verhindern. Genau. Wobei uns auch der Linsenabstand auch oftmals dazu gebracht hat, mal auf die Linse zu fassen. Sollte nicht passieren, wenn man irgendeinen professionellen Shot vorbereitet, wenn eine Linse sozusagen verschmutzt ist. Michael hat erst vorhin darüber berichtet, dass sie am Wochenende am Starnberger See gefilmt haben und die Pollenprobleme haben wir jetzt gerade. Die dürfen die gesamte Aufnahme nochmal neu machen. Also sehr vorsichtig, wenn man dann mehrere Linsen hat. Genau, Ziel des Ganzen ist eigentlich dann später, also heute jetzt, in VR zu gehen mit den Aufnahmen und sozusagen den Leuten eine gewisse Immersion bieten zu können. 360-Grad-Aufnahmen sind schön und gut, wenn man sie auf YouTube anschaut, aber wenn man dann mit der Brille unterwegs ist, ist natürlich was ganz anderes und man fühlt sich dann auch mittendrin anstatt nur dabei. Genau, hier noch ein paar Spezifikationen der Kamera, also der Obsidian R in dem Fall. Wir haben hier im Endeffekt als Codec H.264, so die gängigen Videoformate, in denen man auch aufzeichnen kann, als MOV-Files sozusagen, die dann wiederum ganz einfach in den gängigen Programmen nachbearbeitet werden können. Ob das jetzt der Schnitt ist mit den konventionellen Programmen wie von Adobe Premiere oder eben Final Cut, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die man dann auch nutzen kann. Mittlerweile ist es auch so, dass Adobe mit Premiere eine neue Möglichkeit bietet, immersiv die Nachbearbeitung, also die Post-Production zu machen. Da ist es dann wirklich möglich, in VR den Schnitt als auch das Grading zu vollziehen, was natürlich sehr cool ist, weil bislang war es so, ich habe es jetzt nicht dabei, dass man die Post meistens mit einem Anaglyphenbrille machen musste. Das heißt, die Bearbeitung mit der rot-blauen Brille und um es anzuschauen auf die Kamera, also auf die Brille, auf die VR-Brille und verifizieren, ob das, was man eigentlich gemacht hat, ganz okay war oder eben nicht. Schlussendlich hat man dann so ein ganzes Gefummel, Brille hin, Brille her. Kostet Zeit und Nerv. Mittlerweile dann eben einfacher. Hier eben auch nochmal die S mit den 120 Bildern pro Sekunde. Auch wegen dem, also wenn man nachts filmt, bietet sich diese Kamera eher an, aufgrund der Bildwiederholrate. Genau. Und die Go. Also wir werden auch gar nicht so sehr auf die Markenstrategie von der Firma eingehen müssen, denke ich mal. Bei uns steht ja heute im Vordergrund, dass wir wirklich ein bisschen was von der Technik mitnehmen. Genau. Technisch betrachtet ist es halt so, dass wir hier lediglich zwei Anschlüsse haben. Das ist einmal ein PoE-Stecker. Wir haben zwar einen AC-Stecker auch noch dran. Was wirklich cool ist, ist, dass wir mit dem PoE-Stecker sowohl die Netzwerkkomponente abdecken, als auch die Energiezufuhr. Was für solche Anwendungen echt cool ist, weil wir haben dann ein Kabel, das eigentlich alles sozusagen versorgt. Genau. Später werden wir auch in dem Workshop ein bisschen mehr darüber erfahren. Das hauseigene System bzw. die Software, die mitgeliefert wird zum Stitchen, ist ganz nett, aber der Stitching-Prozess nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Deswegen gibt es Alternativen wie von SGO, nennt sich Mystica. Dadurch wird halt so der Stitching-Prozess von circa, nehmen wir mal an, ja, so mittelmäßiges Material, 2K oder 4, ja, sagen wir vielleicht sogar 4K, von 8 Stunden auf circa 1,5 Stunden, eine Stunde reduziert. Aber ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, kommt natürlich auf das Material an, das man dann gefilmt hat. Wir werden das nachher auch ein bisschen zeigen. Genau, wir werden dann vielleicht sogar noch ein bisschen was filmen und dann auch gleich nachbearbeiten, damit wir da so ein bisschen Insights darüber bekommen, wie das genau abläuft.
Ja, Unterteilungen habe ich hier jetzt mal so festgehalten. Meistens ist ja so, dass die Studenten doch nicht so viel Budget haben, um sich die großen Lösungen leisten zu können, außer die Uni stellt. Genau, wir haben hier eben auf der linken Seite die Consumer-Kameras, mit denen man auch ganz gutes Material erstellen kann. Wir haben auch eine Gear 360 dabei, falls ihr noch nicht damit etwas gemacht hattet. Damit kann man auch sehr gut herumspielen und kann auch in HD dann auch, also das Endmaterial 360 Grad in HD anbieten. Bietet sich optimal für Social Media an, benutzen wir auch für professionelle Aufträge teilweise. Dann haben wir eben die, sagen wir mal, etwas gehobenere Consumer Class der Kameras. Das sind dann selbst gedruckte Kamera-Rigs für die GoPro oder eben fertige Rigs, wie sie halt von GoPro angeboten werden. Wie die Omni-Rig, bei der man eben mehrere Kameras hacken sollte oder muss. Das heißt, die Firmware wird so ein bisschen modifiziert, sodass sie halt synchronisiert werden können und im Nachgang eben wie eine konventionelle 360-Grad-Kamera genutzt werden können. Dann haben wir die Pro-Liga. Nokia Oso wird ja so nicht mehr hergestellt, aber das ist halt dann so die Preisklasse zwischen 20.000 und 30.000 Euro, mit der man gebraucht, wohlgemerkt. Also als sie auf den Markt gekommen sind, waren sie mit 70.000 Euro ziemlich saftig. Meistens ging es halt dann auf ein Mietmodell aus und genau. Zu denen gehört eigentlich auch die Obsidian. Die bietet sich halt deshalb an, weil sie relativ kostengünstig ist als All-in-One-Lösung. Ansonsten gibt es die Insta360, die auch sehr gutes Material liefert, auch in derselben Preisklasse zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Also wenn man alles sozusagen mit reinnehmen würde, damit man eine produktionsfertige 360-Grad-Kamera hat, kann man auf jeden Fall zwischen 10.000 oder 15.000 Euro ins Auge fassen, außer man mietet sich. Bei den Mietpreisen ist es meistens so, dass man täglich für einen Tag mit einer 360-Grad-Kamera, also die jetzt in dem dritten Segment zu sehen sind, mit 1.000 Euro circa rechnen muss. Und dann haben wir natürlich die professionellen Lösungen, wie sie von Fraunhofer angeboten werden oder wie man sie dann auch selber zusammenstellen kann. Hier unten sehen wir im Endeffekt eine Red Setup oder eine Sony A7 Rig, mit denen man halt dann wirklich High Class filmen kann. Genau. Hier haben wir im Endeffekt auch schon ein Fallbeispiel. Da haben wir mit einem Startup aus München zusammengearbeitet. Die haben eine innovative Car-Vermietungs- oder Fahrzeugvermietungsfirma gegründet, bei der sie eben für jeden Porsche-Fahrzeuge frei, also verfügbar machen. Und da ging es eigentlich so um, also im Endeffekt habe ich eine Firma kennengelernt, die 360 Grad Audio anbietet. Das heißt, die haben ein spezielles Setup, mit dem aus jeder Richtung anatomisch nachgebildete Ohren auch in der Rig positioniert sind, sodass man halt dann wirklich immersiv nicht nur das Bild wahrnimmt, sondern auch eben auch den Sound. Da haben wir auch Material dabei. Das heißt, wenn ihr dann Zeit und Lust habt, könnt ihr dann später beim Workshop auch mal reinschauen, wie sich das so gibt. Genau. Da haben wir auch schon, glaube ich, das bewegte Material. Genau. Sollte jetzt dann auch irgendwann losgehen. Also wir haben hier ganz normales, klassisches, stereoskopisches Bildmaterial oben, unten. Lässt sich dann in jeglicher VR-Brille abspielen. Irgendwann sollten die Fahrzeuge hier reinspazieren. Genau. Aber vielleicht dazu später noch mal mehr, wenn wir die Anwendung sehen. Aber man sieht schon, die Fahrzeuge sind gerade unterwegs und fahren dann da rein. Schlussendlich drehen sie sich einmal um die Kamera und uns ging es primär darum, herauszufinden, wie können wir mit der Tiefe umgehen beim stereoskopischen Bild und wie läuft es mit dem Sound ab? Können wir das so gestalten, dass halt wirklich die Person, die sich dann in der Mitte des Raumes befindet, auch wirklich in der Mitte des Raumes fühlt? Das könnt ihr dann später eigentlich auch verifizieren. Einfache Anwendungen sind dann auch in 5 bis 10 Minuten mit Unity erstellt, Open-Source-Lösung oder in Anführungszeichen Open-Source. Wenn man dann etwas Kommerzielles damit machen will,
zahlt man, glaube ich, 40 Euro, glaube ich, sind es im Monat. Genau, ist halt relativ schnell machbar. Das heißt, Material aus der Kamera raus, in den Rechner rein, Stitching, Post, in Unity rein, in eine Sphäre laden und ja, um sozusagen die Transitions zu bilden von Sphäre zu Sphäre. Ein ganz kleines 4-Zeilen-Kötchen oder Code und dann ist das Ding gegessen und kann ausgeliefert werden. Okay. Ja, im Vergleich dazu haben wir halt konventionelle VR-Anwendungen. Da haben wir etwas mit der Unity Engine gemacht. Leider hier jetzt in der Mitte nicht das eigentliche Fahrzeug. Das wollen die Jungs und Mädels von, Verzeihung, den großen Automobilherstellern nicht, aber da gibt es ja nicht viel Auswahl zwischen Ingolstadt und München. Oh. Verzeihung. Jetzt, ja, genau. Also schlussendlich geht es darum, dass das Fahrzeug konfiguriert werden soll. Das ist so das Main-Business gerade oder zumindest die Kunden, die derzeit ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um derartige Anwendungen zu sponsern. Man kann sich um das Fahrzeug herum bewegen und kann dann Sachen wie Felgen, Lack, Sportlenkrad und dergleichen aussuchen, einbauen und kann dann auch später mit dem Fahrzeug interagieren. Genau, hier Material, das wir vom Kevin Müller zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir sehen hier eigentlich eben die 360-Grad-Aufnahme, wie sie gemacht wurde und nach dem Grading. Eigentlich ziemlich easy. Und was auch wirklich gut ist und auch nach und nach am Kommen ist, sieht man jetzt natürlich nicht. Hier ist ein Autofokus zu sehen. Sollte jetzt so ein bisschen scharf werden und dann wieder abschwächen. Wirklich wichtig, weil man diese Daten dann auch später braucht, um die Tiefeninformationen rauszuziehen. Denn die wiederum ist interessant eben dafür, dass man halt ein sehr gutes stereoskopisches Bild erstellen kann. Auch später dafür wichtig, was jetzt auch sehr zukunftsträchtig ist, nennt sich dann 6 Degrees of Freedom. Dazu haben wir dann hier ein kleines Beispiel. Das heißt, dass man nach dem Filmen die Möglichkeit hat, doch noch um ein paar Meter Verzeihung auch dafür. Jetzt. Genau, dass man sich halt dann auch etwas freier bewegen kann. Gestern noch ein Use Case gesehen, bei dem ein Kollege Sphären ineinander gelegt hat in Unity, mit dem er dann sozusagen in CG, also in 3D, Objekte reingesetzt hat, mitten in den Raum, sodass der User in eine Telefonzelle gehen konnte und sich, also dass die Transition zwischen Telefonzelle und dem nächsten Raum über blendet wurde. Ich kann das jetzt natürlich ein bisschen schwer beschreiben. Hier sieht man es jetzt natürlich auch nicht. Aber schlussendlich ist das Ziel, dass man wirklich ein Abbild von der Realität so weit einbauen kann, dass man sich frei bewegen kann. Hier sieht man halt, dass das nicht so ganz möglich war. Also es verzieht hier natürlich so ein bisschen. Aber wir haben hier wirklich keine Nachbearbeitung in irgendeiner Game Engine oder dergleichen. Das ist wirklich aus der Kamera heraus gefilmt. Muss man das vielleicht erklären? Also es, normalerweise ist es so, dass die Kamera nur eine Sphäre aufnimmt. Das heißt, wenn eine Person im echten dreidimensionalen Leben ja ein bisschen nach rechts oder nach links geht, bräuchte ich ja eine weitere Kameraperspektive, um zu sehen. Was man hier sieht, sind dann sozusagen die tatsächlichen optischen Fehler. Bei der Kamera, dadurch, dass die stereoskopisch arbeiten kann, das Mikro ein. Das ist jetzt für die Kamera. Damit ich eine 6 Degree of Freedom haben kann im VR, das heißt, wenn ich eine Brille aufhabe, befinde ich mich auch eigentlich nur in einer Kugel. Sobald ich mich aber nach links oder rechts bewegen wollte,
würde die Perspektivverschiebung nicht mehr stimmen, wenn ich nur eine Kamera habe. Wenn ich aber eine Kamera habe, die stereoskopisch aufnimmt oder ich die Bilder auch stereoskopisch liefere, dann habe ich ja zumindest diese 6 cm Augenabstand. Das heißt, ich habe diesen Abstand, um tatsächlich, zumindest wenn ich auf dem Stuhl sitze, mich so ein bisschen zu bewegen. Sobald ich aber aufstehe und 2 Meter nach da gehe, dann sehe ich plötzlich, dass die Kamera in der Perspektive nichts aufgenommen hat. Und dann sehe ich diese Verzerrung, die man in diesem Bild hier sieht. Aber solange ich den Kopf nur wenig bewege, und das tue ich halt immer, wenn ich sitze, ein bisschen. Das heißt, dieser geringe Freiraum, den habe ich mit dieser Kamera, wenn ich das stereoskopisch arbeite, okay? Danke dafür. Auf der anderen Seite haben wir auch das Problem des Motion Sickness Phänomens. Viele Menschen haben ein Problem, wenn sich das Bild unabhängig vom Kopf des jeweiligen Nutzers bewegt. Das heißt, damit ist dann auch dafür gesorgt, dass eben diese Bewegung nachgeahmt werden kann und es nicht zu einer Übelkeit führt. Genau. Also von mir sollte das jetzt auch schon alles gewesen sein. Erstmal. Bis zum Workshop zumindest. Dankeschön. Fragen dazu? Ja. Waren viele Farbbegriffe, ja? Ja, schon. Also mit welchem Tool, mit welchem Plugin habt ihr das in Unity gemacht? Ah, Unity hat mittlerweile ein eingebautes Plugin. Mhm. Das kann man dann eigentlich auch ganz easy nutzen. Er nutzt dann das? Was integriert ist, ja. Ja, okay, ja. Weil ich habe das jetzt halt, gerade die letzten Tage selber in einer Anwendung gehabt und habe dann auf die von Google VR zurückgegriffen. Mhm. Weil ich mir erst dachte, ja, irgendwie schaut es ganz gut aus, aber irgendwie ist man auch wahnsinnig begrenzt. Inwiefern begrenzt? Also ich habe irgendwie keine Möglichkeit gefunden, zum Beispiel auf die GUI dann Elemente zu schreiben, weil Google dir vorschreibt, du sollst alle Bedienungen in VR machen, was aber für mich nicht immer Sinn macht. Ja. Wenn ich jetzt die App konfigurieren will, mache ich das nicht in VR. Also wir können uns dann später auch Unity anschauen und können eigentlich genau das Fallbeispiel, also den Fall anschauen. Kann ich dir zeigen, wie wir es gemacht haben. Ja. Gerne. Sonst Fragen? Was ist so der Hauptunterschied zwischen den Consumer-Geräten und den Profi-Geräten? Das ist eine gute Frage. Hauptsächlich ist es erstens mal die Bildqualität. Wir sprechen bei den Consumer-Kameras meistens eben von 1 bis 4K, das heißt 4K als Ausgangsmaterial. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Bildwiederholfrequenz. Bei den Profi-Kameras ist es meistens so, dass wir halt einen größeren Sensor haben. Bei der Kandao ist jetzt beispielsweise so, dass wir pro Linse 4K mitnehmen. Das heißt, wir haben dann Endmaterial von 8K Maximum. Und bei einer Gear 360 hat man halt als Endmaterial allein schon eben 1K, also HD. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, oder der Unterschied ist halt die Qualität. Sonst Fragen? Ja, wir stellen uns immer die Frage nach der Interaktion, nach den Interaktionsmöglichkeiten, und bei diesem Fall ist es sich Radmaterial. Also eine Geschichte ist ja, dass man sich ein bisschen hin und her bewegen kann. Was ist da sonst so sozusagen in der Pipeline oder zukunftsträchtig, außer Buttons, irgendwie, auf die man guckt und dann irgendwo auf den Knopf drückt? Was wirklich cool ist, dass man eben in gewisser Weise CG-Elemente mit einbauen kann. Das ist das eine. Das andere, man kann also computergenerierte Bilder, 3D sozusagen, was man halt eigentlich auch aus den Image, sage ich, aus den Feature-Films kennt, auch in Echtzeit mittlerweile einbauen. Was jetzt wirklich auch in der Pipeline zumindest bei mir ist, ist, dass eben bei Nvidia diese ultra-realistischen Face-Tracking-Komponenten vorhanden sind, als auch eben das Abbilden von Personen in ultra-realistischer Grafik. Die Einbindung dann in 360-Grad Echtzeitmaterial, das ist so das, was ich gerade oder was wir gerade anstreben. Also ein 3D-Scan von einem Menschen,
Menschen, was in einem Grund gehört, in den 360 Grad. Richtig. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise 360 Grad streamt, dass halt dann in Echtzeit Personen ins Bild projiziert werden können oder mit eingebaut werden können. So Avatar-mäßig, ne? Ja. Ansonsten Möglichkeiten. Wir haben vor einigen Monaten ein Projekt für Porsche realisiert. Da ging es darum, dass man mit einer 360-Grad-Kamera über das Porsche-Werk geflogen ist und man konnte dann im Nachgang bestimmte Produktionsstätten eben auch durch einen Klick aufrufen, aber hat dann im Anschluss in eine VR-Umgebung sich wiedergefunden, bei der man halt den gesamten Produktionsablauf betrachten konnte und dann auch Interaktionen mit Maschinen eventuell möglich waren. Genau. Ansonsten, wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich gerne. Also neben Interaktion ist die zweite Geschichte ja, wenn man selbst wenn man einen linearen Film hat, das Problem der Aufmerksamkeit. Also das hat man ja Point of Interest, ja. Genau, auf gut Deutsch. Und wie gibt es da Faustregeln, also wenn man eben nicht möchte, dass man sich gerade die Rückseite anguckt, während vorne irgendwie die Action weitergeht, gibt es da Tricks, gibt es da schon bestimmte Standards? Also in der Regel ist es so, dass man die Kamera im Nachgang steuern kann, das heißt, man kann sie drehen. Das wäre das eine, was nicht so toll ist, weil eben die Person die ganze Zeit über irgendwo gezwungen ist, in die Richtung zu schauen, in die wir ihn bringen. Die gute Sache oder die tolle Sache, deswegen auch unsere Tests mit den Audio-Jungs und Mädels, ist es, dass man den Betrachter dann im Nachgang durch Audioimpulse steuern kann. Das heißt, wenn durch Geräusche bestimmte Point of Interest oder dass man die Leute dann auf die Point of Interest lenkt. Also auf räumlicher Sound. Genau, räumlicher Sound, sodass die Person halt dahin schauen muss, wo das Geräusch herkommt. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich Möglichkeiten, dass man Indikatoren einbaut. Das heißt, man kann es konventionell machen mit Pfeilen. Oder man kann es halt so machen, dass halt so von der Field of View aus betrachtet bestimmte Bereiche so ein bisschen gehighlightet werden durch Lichtimpulse, dass die Person halt dann doch die Aufmerksamkeit in die gewisse Richtung lenken muss. Ich hoffe, ich konnte das gut beantworten. Naja, die Frage ist halt, also wenn man sich jetzt so einen Feature-Film vorstellen würde, in 360 Grad, also die Frage, ob man dann im falschen Augenblick nach hinten guckt, ja, oder zur Seite. Und ob man das, natürlich kann man das durch externe Elemente lösen, Pfeile, und da steht dann ein Schild, ach, ja. jetzt nach hinten gucken oder so. Aber charmanter wäre es ja, wenn man das durch die Bildregie irgendwie macht. Also ein Beispiel, was ich neulich gesehen habe, ist ein Startup, dass da eine Frau irgendwie mit einem spricht, und wenn man sich umschaut, und man hört aber, dass die Frau weiterspricht, oder sagt, wir gehen zum nächsten Raum, dann guckt man sich halt wieder um und folgt der Frau in den nächsten Raum. Aber das ist jetzt ja auch Ton. Ist auch Ton, ja. Genau, plus Situation, soziale Situation mit Interaktion mit den Menschen. Da die Frage, ob es da schon irgendwelche Kniffe gibt, außer jetzt die Holzhammer-Methode. Also, aus der Spielindustrie gibt es ja eben, wenn man Schaden erhält, werden bestimmte Indikatoren angezeigt, das heißt so transparente Bereiche, in dem Fall jetzt rot, das heißt, wenn man jetzt von der linken Seite angeschossen wird, dann gibt es halt einen Indikator, dass da eben ein kleiner roter Bereich transparent so ein bisschen hervorgehoben wird. Das heißt, man muss dann den Blick der linken Seite zuwenden. Genau, so ist es. Was auch wirklich in den meisten Fällen so gelöst wird, dass man dann wirklich so ein Head-Up-Display mit in die, mit ins Drehbuch einbaut, weil man dadurch halt dann wirklich die Person sehr einfach lenken kann. Aber beim Feature-Film, wenn es halt so um eine dramatische Szene geht, wird es, glaube ich, so ein bisschen kompliziert. Was auch kompliziert ist, und da sind Lösungen gefragt, ist wegen der Belichtung. Das heißt, wenn man Lichter setzen muss in 360 Grad, hat man auch das Problem, dass man nicht gerade das Set irgendwie so aufbauen kann, wie man es gerade will, so wie man das Licht braucht. Da hat man also grundsätzlich das Problem, dass man meistens die realen Lichtverhältnisse so abstimmen muss oder auch die Drehtage so abstimmen muss, dass es vom Licht her auch passt. Die HFF hat da, glaube ich, ein Projekt gehabt, da haben sie es
haben sie sozusagen das Set direkt mit in den Film eingebaut, damit dieses Problem nicht existiert. Aber da sind auch Lösungsansätze gefragt. Also wenn ihr da Ideen und so habt, gerne auch später zum Austausch. Also ganz allgemein haben wir immer das Problem, dass wir die ganze Crew und so weiter verstecken müssen. Richtig. Ich hatte noch eine andere Präsentation, bei der das halt ziemlich gut dargestellt wird. Der Kameramann ist eigentlich die einzige Person, die man dann eigentlich drin hat, die dann wiederum nicht zu sehen ist. Er hat halt die Kamera meistens eben auf dem Kopf. Wir haben auch dafür gewisse Lösungen. Das heißt, wir sind dann mit einem Segway unterwegs. Wir setzen uns auf das Segway und haben dann die Kamera auf dem Helm. Sieht lustig aus, aber ist halt derzeit so die einzige Möglichkeit. Oder eben, wir haben jetzt auch die ersten Tests gefahren, dass wir die 360-Grad-Kamera unter die Drohne montieren mit einem sehr großen Abstand. Das wäre die andere Möglichkeit, sodass man im Nachgang eben die Drohne von oben oder die sich halt dann überhalb der Aufnahme befindet, retuschiert, wegretuschiert. Wenn ihr jetzt solche Fahrten mit dem Segway macht, wie stabilisiert ihr dann die Aufnahmen, also softwaremäßig oder die Kamera? Also wir haben hier auch schon ein Fallbeispiel dabei, sehr gute Frage. Hier haben wir einen 360-Grad-Gimbal. Sind von Kollegen sozusagen erstmal gesponsert worden, damit wir damit unsere Tests fahren können. Man muss auf jeden Fall, auch wenn man so einen Gimbal benutzt, im Nachgang nochmal stabilisieren auf der Softwareseite. Es ist so, dass wir vor 2 Wochen haben wir einen Test gemacht mit einem Strick sozusagen. Und ganz unabhängig davon, dass sich die Drohne bewegt und dass sich das Gimbal sozusagen in Bezug auf die Drohne einstellen lässt, hat man dann noch das Problem, dass das Teil auch von selbst pendelt. Das heißt, eine reine Gimbal-Lösung, schwierig. Also es wird auch softwareseitig noch eine Stabilisierung nötig. Noch Fragen? Okay, danke. Ja, kam ja gerade eben die Frage nach Interaktion. Habe ich gerade noch ein Beispiel, schon ein bisschen länger her, dass wir das gemacht haben. Chicago Fire ist eine amerikanische Serie, die im deutschen Markt auch gezeigt wird, im Pay-TV. Und die wollten für die Bewerbung einer der neueren Staffeln, die gezeigt werden sollten, ich glaube Anfang letzten Jahres, ging das los, eine sehr moderne Facebook-Social-Media-Werbekampagne starten, und das haben sie dann eben in 360 Grad produzieren lassen. Dazu haben wir reale Feuerwehrleute eingesetzt in einem Feuerwehrübungshaus, und das ist im gewissen Sinne auch eine interaktive Geschichte. Also der Zuschauer wird dann, ich versuche es mal live zu starten, ich hoffe, das ist, ich habe es nicht ausprobiert, ob das Internet schnell genug ist. Ansonsten könnt ihr es selber mal ausprobieren. Ihr müsst einfach nach Chicago Fire und 360 Grad googeln, dann findet ihr die Website. Mal gucken. Zumindest hat er die Seite eben noch gestartet. Ja, scheint jetzt leider nicht zu funktionieren. Das funktioniert dann so, dass man grundsätzlich, wenn man was Interaktives machen will in VR mit der Brille, oftmals auf irgendwelche Icons schauen kann, wenn man da länger hinschaut, dahin fokussiert. Und man, teilweise kriegt man auch so eine Art Hilfs-Icon wie ein Kreuz oder wie ein Mauszeiger, ähnliche Symbole. Dann wird irgendeine Funktion eben ausgelöst. In diesem Fall ist es so, dass der Zuschauer sich entscheiden kann, wie er die Story weiterführen möchte. Er hat verschiedene Möglichkeiten. Der Film hält quasi immer wieder an, und dann kriegt der Zuschauer wie in einem Computerspiel quasi Optionen gezeigt, und dann kann er sich entscheiden, ob er diesen Weg wählt oder diesen Weg, oder es wird ein bisschen auch erzählt, was vielleicht sich hinter der Tür oder dem nächsten Weg
für eine Art von Geschichte offenbart. Also zum Beispiel, dass der Feuerwehrmann jetzt sich entscheiden muss, will er seinen Kollegen retten oder will er das Mädchen retten. Ja, und es ist vielleicht auch interessant, hinterher auszuwerten, könnte man tun, welche Leute sich für welchen Weg der Geschichte entscheiden und das vielleicht sogar, keine Ahnung, philosophisch oder sozialtechnisch zu hinterfragen. Ja. Also kann man eine Menge mit anstellen, mit in der, ja, der Art und Weise der Interaktion von solchen Geschichten. Das ist eben insofern einfacher, interaktiv zu gestalten, weil normalerweise ein Zuschauer, der Fernsehen schaut, der hat keine Möglichkeit, mit seinem Fernseher irgendeine Interaktion zu starten. Wir haben einen linearen Stream, der Film wird so geliefert, wie er geliefert wird, und durch das Internet und durch die Technik der Brille haben wir halt die Möglichkeit, dem Zuschauer doch ja, Optionen zumindest zu bieten. Ja, ich soll jetzt aber eigentlich noch ein bisschen was zum Thema Drohnen erzählen. Der Einsatz von Drohnen, man kann sich das vielleicht auch vorstellen, ist ja nicht so ganz ohne so ein Fluggerät hier, was wir vor uns haben. Das ist eine Eigenkonstruktion von mir. Wenn man sowas kaufen wollte, flugfertig, ist man bei so einem System schnell so bei 30.000, 40.000 Euro. Deswegen ist ein Eigenbau durchaus kosteneffizient, wenn man fähig ist, sowas zu konstruieren. Das Gerät wiegt abflugfertig, immer ohne das Gimbal, also nur mit den Akkus, die es braucht, die allein wiegen ungefähr 6 Kilogramm, haben wir 13 Kilogramm Abfluggewicht von dem Coptersystem. Und der Payload, das nennt man so, ist das, was wir mitnehmen können, das wäre also hier das Gimbal mit der Kamera. Ist bei dem System möglich, nochmal 12 Kilogramm draufzupacken. Dann sind wir auch schon an einer Grenze, die in Deutschland maximal erlaubt ist, nämlich 25 Kilogramm. Maximales Abfluggewicht, also alles zusammen, was in der Luft dann ist, wiegt 25 Kilogramm oder bis zu 25 Kilogramm. Und eine gesetzliche Regel ist, dass in Deutschland bis 25 Kilogramm solche Systeme keine luftfahrttechnischen TÜV brauchen. Also luftfahrttechnische Abnahme. Das heißt, jeder kann sowas bauen. Ob das jeder tun sollte, ist eine andere Frage. Weil es gibt natürlich noch eine ganze Reihe mehr Regeln zu beachten. Und da will ich ein bisschen was drüber erzählen, weil es ist im letzten Jahr. In Deutschland recht komplex geworden. Seit Oktober letzten Jahres ist eine sogenannte Drohnenführerscheinpflicht eingeführt worden. Der Gesetzgeber hat begriffen, natürlich auch aufgrund des Booms und der Menge der Leute, die, ich sag mal, einfach so ein Gerät kaufen und in die Luft steigen und sich oftmals eben gar nicht damit auseinandersetzen, was alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und weil zu viele Leute halt auch Unsinn getrieben haben, der mitunter zu Unfällen oder Problemen geführt hat, wie Fliegen in einer Kontrollzone, also Stören der bemannten Luftfahrt, musste der Gesetzgeber einschreiten und doch recht massiv Regeln einführen. Und eine Regel ist eben der sogenannte Kenntnisnachweis. Das ist der juristische Begriff für den Drohnenführerschein. Ich selbst bin seit letzten Jahr vom Luftfahrtbundesamt zertifizierter Drohnenführerscheinprüfer. Also ich habe quasi eine Fahrschule für Drohnenpiloten. Bin selbst halt auch schon sehr lange in dem Thema drin, also seit ungefähr 8 Jahren gibt es diese Technologie an sich. Aber Luftaufnahmen als solches mit ferngesteuerten Systemen mache ich schon seit über 20 Jahren. Ich bin auch in anderen Ländern zertifiziert, Drohnen zu betreiben, unter anderem Österreich, wo es sehr kompliziert ist. Also noch komplizierter als in Deutschland. Dort braucht man zum Beispiel, um in so einem Gelände hier fliegen zu dürfen, also mindestens so ein Octocopter-System, das hochredundant ist, sprich, dass möglichst kein Single Point of Failure existiert. Das heißt, jedes System, das ausfallen könnte, irgendeine Art von Kompensation besitzt. Also beispielsweise eine mehrfache Stromversorgung, also dieses System hat 4 Akkus, da könnten 3 davon theoretisch ausfallen. Das hat 8 Rotorensysteme, 8 Motoren, 8 Regler. Davon können bis zu 2 ausfallen.
Es hat redundante Flight Controls, das heißt der Computer, das Hauptsystem, das Gehirn von System ist doppelt ausgelegt. Dazwischen existiert ein System, das beide Systeme live überprüft und gegebenenfalls bei Ausfall von dem einen auf das andere umschaltet und noch einiges mehr. Also das heißt zum Beispiel mit Quadrocoptern, kennt ihr vielleicht, hat irgendeiner eine Drohne hier? Irgendwas? Noch gar nicht? Ah, einer. Was hast du für einen? Eine Mavic. Ah ja. Klassiker, sehr günstiges, sehr professionelles Gerät, aber nur ein Quadrocopter. Wenn da eine Komponente ausfällt, dann Absturz. Und deswegen, also in Österreich dürfen in besiedelten Strukturen, und selbst in einer Hütte ist eine besiedelte Struktur, keine Quadrocopter fliegen. Wir werden noch in ein paar Jahren die neuen EU-Regeln kommen, da wird sich auch noch mal einiges verschärfen. Da werden dann bestimmte Dinge auch in Deutschland mit Quadrocopter nicht mehr gehen. Ja, also das System habt ihr schon gesehen, hier kann man jetzt mal, ich habe jetzt heute natürlich kein vollständiges Setup dabei, aber hier sieht man oben, ich kann das Loch ohne einen internen Laserpointer, also hier oben, das sind zum Beispiel die vier Akkus. Ja, einer wiegt 1,5 Kilogramm, also zusammen haben wir 6 Kilogramm. Damit können wir dann mit vollem Gewicht ungefähr 10 Minuten fliegen. Ja, bei 25 Kilogramm. Und das ist halt nicht ganz ungefährlich. So ein Ding willst du nicht auf den Kopf kriegen. Aber selbst, also nochmal so als Beispiel, was wir hier sehen, sind Drohnenvorführsituationen, zum Beispiel auf einer Messe links oder rechts beim Mediamarkt. Die Drohnenhersteller bewerben die Systeme zwar wie Spielzeuge, also im Grunde jeder soll auf seiner, keine Ahnung, Strandparty irgendwelche Selfies mit der Drohne machen und über Leute fliegen, aber sobald ich so eine Drohne in Realität vor Publikum zeigen will, präsentieren will, vorfliegen will, verlangen die Versicherungen ja komplette Abschirmung. Das heißt also, dass auf jeden Fall so eine Drohne nicht mal ansatzweise in die Nähe von Menschen kommen kann. Und das hat bestimmte Gründe, da werde ich ein paar Beispiele zeigen. Ein wichtiger Punkt deswegen ist, der da eingeführt wurde, dass jede Drohne, die in Deutschland eine gewisse Masse überschreitet, nämlich 250 Gramm, braucht ein Kennzeichen. Und zwar ein Kennzeichen wie ein Auto. Letztendlich geht es darum, dass für jede Drohne, die ich verwende, brauche ich eine spezielle Haftpflichtversicherung, damit, wenn es zum Schaden kommt, der Geschädigte entschädigt werden kann auf jeden Fall. Und damit das überhaupt möglich ist und weil das relativ oft vorkommt, dass solche Drohnen davonfliegen und der Pilot das nicht mehr im Griff hat, meistens aus Mangel an Know-how, die Geräte richtig zu bedienen. Und aus dem Mangel zu wissen, was alles schief gehen kann, muss jede Drohne mit einem Kennzeichen versehen sein. Also hast du ein Kennzeichen dran? An der ist noch keine dran. Ja, musst du schleunigst nachholen. Das ist ein Beispiel aus dem deutschen DJI-Support. Also die Mavic ist von DJI. Ist also, oh, was ist jetzt passiert? Ja. Das zeigt, sage ich mal, ganz augenscheinlich, wie viele Drohnen geschrottet werden und aufgrund dessen zum Hersteller eingesendet werden. Zum Teil auch verursacht, und das ist nicht ganz unwichtig zu wissen, weil die Hersteller diese Technologien so schnell entwickeln und so schnell auf den Markt schmeißen, dass der Kunde zum Beta-Tester wird. Sprich, dass die Systeme so viel Fehler haben und dass viele Funktionen, die als Sicherheitsfunktionen beschrieben werden, in der Realität gar nicht funktionieren und die Leute deswegen Sachen damit machen, weil sie denken, es wäre sicher, aber am Ende landen sie trotzdem im Baum und das Ding fällt runter und stürzt halt ab. Man sollte deswegen unbedingt auf jeden Fall auch das Kleingedruckte lesen im Handbuch, aber wer liest heutzutage noch ein Handbuch? Eine Drohne ist so einfach zu bedienen wie ein Handy. Man tut das Handy oben drauf, hat eine App, man kann das System steuern. Es bleibt auch, wenn man nichts macht, normalerweise erstmal stehen, aber eben normalerweise. Es kann aber ganz oft schief gehen. Wenn ich hier in so einem Innenhof fliege, fällt unter Umständen schon GPS aus. Ein GPS ist dafür zuständig, also das Global Positioning System, was man heutzutage in einem Navi drin hat, im Auto, da denkt man immer, ja, man weiß, wo man ist und das Handy weiß auch immer, wo man ist. Aber bei einer Drohne kommt es eigentlich darauf an, dass ich Zentimeter genau weiß, wo ich bin. Und die derzeitigen öffentlichen GPS-Systeme haben eine Ungenauigkeit im Bereich von 2 bis 5 Meter normal. Also ist es die minimale oder die maximale Genauigkeit liegt zwischen 2 und 5 Meter.
Und im Worst Case, wenn ich hier wenig Satelliten sehe, weil ich halt hier im Hof bin und rechts und links die Gebäude alles abschatten, dann sehe ich halt zu wenig Satelliten da oben. Oder die Drohne sieht zu wenig Satelliten und das Handy vielleicht auch. Und dann würde ein Autonavi oder dein Handy-Navi, das würde dir die Position zeigen, weil du bist in der Regel ja auf einer Straße und das, die Software rechnet dich sozusagen dahin. Die tatsächliche Position kann aber 10 Meter oder 60 Meter davon abweichen innerhalb von Bruchteil von Sekunden. Und deswegen kann so ein System mal ganz schnell austillen und davonfliegen. Und wenn dann noch Wind dazukommt und GPS ausfällt, dann driftest du allein mit dem Wind. Und wir haben heute auch schon relativ viel Wind. Das sind, wenn ganz wenig Wind ist, haben wir meistens so 2, 3, 4 Meter pro Sekunde. Aber wenn mal mehr Wind sind, 8 oder 10 Meter pro Sekunde, dann sind, du hast nur 5 Sekunden aufs Tablet geschaut, guckst wieder hoch und die Drohne ist schon 50 Meter oder 100 Meter weiter und du siehst es schon nicht mal, weil ein Baum verdeckt, ein Gebäude ist verdeckt, was auch immer. Also es passiert ganz schnell, dass man die Kontrolle verlieren kann, wenn man sich nicht entsprechend verhält und um diese Dinge weiß. Und deswegen sollte man sowas lernen. Und eigentlich sollte jetzt hier ein Video abspielen. Warte mal. Warum macht er das? Macht er das jetzt? Ah ja. Das ist mal ein Beispiel. Ich glaube, da kann ich da ein bisschen vorspringen. Ja, das geht jetzt hier nicht. Das ist auch ein DJI-Copter, das ist ein Phantom, das ist einer der ersten, am meisten verkauften Systeme auf der Welt. Da hat man mit einer Phantom, das ist eine Zeitlupenkamera, eine Phantom gefilmt. Und das zeigt, glaube ich, relativ gut, dass es ein fliegender Rasenmäher ist. Ja? Also wenn du auf der Party deine Würstchen schneiden möchtest oder den Obstsalat schneller klein hacken willst, dann nimm eine Drohne. Achso, jetzt ein anderes schönes Beispiel. Da kommt auch gleich eine Mavic drin vor. Man versucht hier jetzt mit einer Bohrmaschine einen Wasserballon zu zerstören. Man hat das auch mit einer Zeitlupe gefilmt. Mal gucken, fehlt das jetzt ab? Ja. Ich mache jetzt auch mal den Ton ein bisschen lauter, wenn er es macht. Braucht relativ lange. Kaum zu glauben, dass das, das aushält. Es kommen jetzt ein paar Beispiele und dann kommt die Drohne als Beispiel, die dann ganz gut präsentieren wird, wie anders das bei einer Drohne ist. Das ist eine DJI Mavic, relativ kleines, kompaktes System, wie knapp unter einem Kilogramm. Und ihr habt gesehen, es hat also nicht mal einen Bruchteil einer Sekunde, das war also noch schneller als überhaupt, hat der Propeller, ja, das ist wirklich ein drehender Häcksler. Also dem sollte man nicht zu nahe kommen. Also die Verletzungsgefahr ist extrem hoch. Jetzt können wir auch abkürzen an der Stelle, ich habe noch ein anderes Beispiel. Von einem realen Film, der auf YouTube sich relativ verbreitet hat. Hier ist jemand mit einer Mavic geflogen und hat beim Landen die Mavic reingefasst. Wahrscheinlich, weil er ganz oft das Problem hat, wenn du so auf dem Rasen bist. Deswegen hat er auch so Propellerguards dran. Man sieht diese komischen weißen Ringe. Die sind eigentlich nicht dazu da, den Menschen zu schützen. Das denken zwar viele, aber die sind nur dazu da, dass, weil die Drohne so kippelt. Ich weiß nicht, ob du das Geräusch kurz gehört hast. Das haben wir so zack, zack gemacht. Und ich hoffe, ihr könnt Blut sehen. Aber es ist wirklich mal gut, das zu zeigen. Der hat quasi von oben in die Drohne reingefasst und ein Propeller hat ihn hier erwischt. Und die Verletzung geht also so tief, die geht auf den Knochen runter. Und das war jetzt keine Hauptschlagader und trotzdem haben wir hier fast einen durchgehenden Blutfluss. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr so eine Drohne in den Hals kriegt oder in den Innenarm oder in den Beinen Hauptschlagader trefft damit,
Da braucht er eigentlich noch nicht mal mehr einen Notarzt zu holen, weil der ist in 2 Minuten verblutet. Wenn ihr nicht in der Lage seid, innerhalb von 1 Minute einen Druckverband zu legen, der diese Blutung stoppt, das war's. Ja? Es gibt auch ein Flugmanöver, den man anwenden muss, wenn man beispielsweise auf hoher See oder so fliegt. Das heißt, man hält die Drohne dann sozusagen oder lässt sie auf der Hand landen. Auch bei so einer Prozedur mit einem Kollegen haben wir fast den Finger amputiert. Also sehr vorsichtig umgehen. Das ist kein Spielzeug. Also viele Eltern gehen damit beispielsweise in den Park und sagen, ah, komm, flieg mal. Ist kein Thema, aber es kann sehr schnell sehr ernst werden mit den Teilen. Ja, das ist noch ein Beispiel, warum natürlich das Fliegen über Menschenansammlungen oder selbst kleinere Mengen von Menschengruppen möglichst vermieden werden sollte, wenn so ein System eben nicht hochredundant ausgelegt ist. Ja. Und es gibt auch nicht weniger, ich sag mal, Leute, die sich trauen, vielleicht so ein Gerät zu bauen, aber eben doch zu wenig von dieser Technik verstehen. Und man kann viele Fehler selber machen, allein was man alles an Settings justieren muss in dieser Flight Control, damit so ein System stabil fliegt. Nur mal ein klassisches Beispiel, also so ein Fertigercopter wie eine DJI Mavic oder auch so ein Inspire wird gerne missbraucht, um zum Beispiel 360-Grad-Aufnahmen zu machen. Wir machen das auch. Es gibt so 3D-Print-Sachen, die kann man frei im Netz sogar finden. Da kann man eine Gear 360 unten drunter packen und eine oben drauf packen. Dann wird aber der Center of Gravity von diesem System, Center of Gravity ist der Masseschwerpunkt, der wird verschoben. Und wenn der verschoben wird, heißt das, das merkst du als normaler Pilot gar nicht, du gibst Gas, das Ding steigt auf, es fliegt vielleicht sogar normal. Gut, wenn du zu wenig Gas gibst, hat er vielleicht ein bisschen Probleme, aber wenn du ordentlich Gas gibst, steigt er auf, fliegt vielleicht normal. Aber die Motoren, die hinteren, werden einseitig belastet, brauchen viel mehr Energie, um das System stabil zu halten. An deiner Fernsteuerung merkst du das gar nicht. Das tut das System automatisch, weil es von sich aus dafür gedacht ist und auch nur deswegen überhaupt fliegen kann, weil es selbstständig alle 4 Motoren oder alle 8 Motoren reguliert. Und du machst vielleicht nicht viel mehr, als den einen Stick nach oben zu bewegen, um Gas zu geben, und den anderen nach vorne, um nach vorne zu fliegen. Alles andere ist Automatismus. Was du in diesem Automatismus eben nicht weißt oder nicht merkst und nicht fühlst, ist, dass im Grunde schon eine Mehrbelastung eines Motorpaars stattfindet und dass du unter Umständen, wenn dann eine Windböe kommt, nicht mehr die Leistungsreserven hast, das System gegen die Windböe quasi noch seine Position halten kann. Das heißt, du kommst viel schneller an technische Grenzen, die du vielleicht vorher gar nicht erfahren oder erlebt hast, und damit kannst du das System natürlich auch an Steuerungsgrenzen bringen, also sprich dynamische Grenzen, dass das System dann beispielsweise eine Fehlreaktion durchführt, weil es dafür gar nicht programmiert ist. Also auch diese Automatismen, die da drin sind, unterliegen gewissen Grenzen und die müssen eingehalten werden. Und wenn ein Laie da was dran baut und dann so fliegt, wie er normal fliegt, dann überschreitet er diese Grenzen und dann kommt das System, kann halt zum Absturz führen. Ja, vielleicht auch noch ein letztes Beispiel. Vielleicht habt ihr davon was mitgekriegt. Das ging viral durch die Medien auf jeden Fall. Der Enrique Iglesias, weltweit einer der bekanntesten Popkünstler aus Europa, der hat in Südamerika bei einem Konzert, wo es Teil der Bühnenshow war, wurde mit einem schon so großen Coptersystem, auch ein Quadrocopter, die Bühnensituation, die Live-Show quasi mitgefilmt. Und es war Teil der Bühnenshow oder der Live-Show, der Bildübertragung auf die großen Videoleinwände, dass der Enrique hier in die Kamera reinfasst und die Drohne festhält für eine Weile. Und er macht dabei so Tanzbewegungen mit den Armen oder mit dem einen Arm und mit der anderen Hand hält er fest. Und das war choreografiert, das hat auch funktioniert normal, aber in der einen Szene, wo dann dieser Unfall passiert ist, bei dieser Drohne ist es so, die hat sogenannte Landing Gears, das heißt, die kann die Beine hochklappen, das ist bei dem System auch so. Nur bei dem ist es so, dass die Beine gleichzeitig die Arme sind, wo die Motoren dran sind. Und das heißt, die Arme und Motoren fahren hoch oder wieder runter. Warum? Ihr seht das ja hier auch, wenn die Beine unten sind, kann man sich leicht vorstellen, dass die Kamera ja nicht in alle Richtungen frei schauen kann, weil ja die Beine im Weg sind.
Aber ich brauche ja irgendwas, damit ich diese Drohne starten und landen kann. Ja, auf der die Drohne stehen kann und die Kamera aber trotzdem frei drunter hängen kann. Also muss man sogenannte Landing Gears haben, die halt beweglich sind. In dem Fall ist es aber so, dass dann die Rotoren und Propeller mit runterkommen. Und bei der gleichen Tanzbewegung, die ihr beim zweiten Mal macht, war mitten im Flug sozusagen dieses Landing Gear runtergekommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, es ist jetzt nicht geklärt, warum das runtergekommen ist. Aber ich weiß zumindest als Trainer, welche Gründe es dafür geben kann. Also entweder, weil es der Pilot ausgelöst hat, das halte ich für unwahrscheinlich. Es gibt aber zwei Automatismen in dieser Drohne, die dazu führen können, dass dieses Landing Gear runterkommt. Und die hätte der Pilot aber abschalten können, wenn er denn gewusst hätte, wie. Er hat es offensichtlich nicht getan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht mit Absicht runter hat fahren lassen. Auf jeden Fall, dadurch, dass sie runterkamen, war die Armbewegung so nah an den Propellern, dass er reingekommen ist. Und er musste dann nachts notoperiert werden und hat ein halbes Jahr Reha gebraucht, um seine Finger wieder bewegen zu können. Er hat auch diese Bühnenshow noch zu Ende gemacht. Erstaunlich, dass er das geschafft hat, weil normalerweise sind die Schmerzen erheblich, aber ich schätze mal, der stand so unter Adrenalin oder vielleicht auch Drogen. Das weiß man ja nicht, bei Künstlern ist das ja oft so, damit die sowas überhaupt durchhalten. Ich weiß nicht, ihr wisst, hat vielleicht mitgekriegt, Avicii ist jetzt gestorben, der war ja auch schwer alkoholkrank. Also normalerweise sind das erhebliche Schmerzen, hatte so mehrere Finger hier, waren hier bis auf den Knochen durchschnitten. Ja, deswegen, also es braucht, wie viel Zeit haben wir noch? Bis? Wann ist Limit? Um ganz, um zwei. Bis? Um ganz, um elf. Um elf, oh ja, gut, sagen wir noch 10 Minuten. Es braucht Regeln, es braucht Know-how. Man muss auch zum Beispiel als Pilot seine Flüge dokumentieren, wenn man gewerblich unterwegs ist, und muss ein Flugbuch führen. Das gilt es alles zu lernen und deswegen hat der Gesetzgeber also den Drohnenführerschein eingeführt, damit das auch beigebracht wird. Es gibt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hier in der Stadt fliegen will, jede Menge Auflagen. Also seid ihr weitestgehend alle, nehme ich mal an, in Zukunft Medienschaffende. Du brauchst im Grunde, egal was ich wo treibe in der Stadt, sobald ich ein Stativ aufstelle, brauche ich eine Drehgenehmigung. Und wenn ich mit der Drohne fliegen will, brauche ich eine Start-Landegenehmigung. Das ist eine Mindestvoraussetzung, damit zum Beispiel auch am Ende des Tages, selbst wenn ich eine Haftpflichtversicherung habe für die Drohne, die Haftpflichtversicherung auch greift, wenn was passiert. Ja, und das kann ich jetzt gar nicht alles im Detail aufziehen, das muss man im Einzelfall untersuchen, was das alles für Genehmigung braucht. Nur mal ein Beispiel, wenn ich in München am Eisbach, ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, aber es ist eine der meistgefilmten Locations in München, der Eisbach ist der, wo die Surfwelle ist, wo die Leute wirklich Tag und Nacht, 24 Stunden sind da Surfer. Und da auf der Brücke stehen immer, weiß ich, 20, 30, 100 Leute, auch tagsüber dann die Touristen, und schauen dazu. Und da brauche ich, wenn ich auf der Brücke die Kamera hinstellen will, eine andere Genehmigung von der Stadt, wie wenn ich 5 Meter weiter runter am Wasserufer quasi filmen will. Das heißt, wenn ich von allen drei Seiten filmen will, brauche ich 3 Genehmigungen nur von verschiedenen Abteilungen der Stadt München, weil das eine ist unter anderem Grünflächenamt, dann haben wir noch die Schlösser- und Seenverwaltung und dann haben wir noch das Ordnungsamt. Ja, oder KVR heißt es ja in Bayern, also Kreisverwaltungsrat. Und für eine Drohne brauche ich zusätzlich noch eine Genehmigung, nämlich zum Beispiel eben eine Start-Landegenehmigung. Das ist auch im Gesetz sogar verankert. Die meisten Leute denken, ich kann die Drohne einfach irgendwo hinstellen und losfliegen. Das geht nicht mal ansatzweise. Dazu kommt, dass im letzten Jahr im Zuge der Neuregulierung eine ganze Reihe von Betriebsverboten erlassen wurden, die für alle Piloten gleichermaßen gelten. Ich versuche hier mal, wenn das jetzt funktioniert, hoffentlich live was zu zeigen. Es gibt eine App, die ist zwar nicht, man nennt das so, rechtsverbindlich, weil sie ist von einem freien gewerblichen Anbieter. Das ist aber eine der Apps, die oder Webseiten, die derzeit die beste Informationslage oder Menge bietet bezüglich Betriebsverboten oder Flugverbotszonen für Drohnen. Und schauen wir mal, wir sind jetzt hier in Augsburg. Üblicherweise, das funktioniert auch auf dem Handy, sollte die GPS-Ortung funktionieren. Und ich zoome jetzt mal ein bisschen rein. Hallo? Ja.
scheint jetzt gerade nicht zu funktionieren, das Internet, aber dann versuchen wir mal was anderes. Das funktioniert genau. Wenn ich mit der rechten Maustaste klick in diese Website reinklicke an der Position, wo ich mich befinde, dann kann ich hier links sogenannte Auflagen und Luftrauminformationen abrufen. Luftraum G ist normaler Luftraum, also wir sind jetzt hier nicht in einer Kontrollzone eines Flughafens. Aber was haben wir hier noch? Wir haben ein Industriegebiet. Industriegebiete muss man, oder zu Industrieanlagen muss man 100 Meter Sicherheitsabstand einhalten. Dann haben wir ein Kraftwerk. Alle Anlagen zur Energieerzeugung müssen 100 Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden. Dann haben wir eine Bildungseinrichtung. Warum muss zu einer Bildungseinrichtung Abstand gehalten werden? Was denkt ihr? Was passiert denn da, wenn die Studenten von hier zur Mensa laufen? Wir haben immer natürlich unregelmäßig, aber größere Mengen an Menschenansammlungen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und das Überfliegen von Menschenansammlungen ist auch verboten. Beziehungsweise bedarf einer Sondererlaubnis, und derzeit gibt es in Deutschland keinen Fall, wo je eine erteilt wurde. Was möglich ist, wenn ich jetzt, ich sag mal, szenisch drehe, ja, und ich habe ein Filmset mit, weiß ich, 60 Mann, ja, also 60 Mann heißt jetzt nicht 60 Darsteller, sondern ich habe einen Kameramann, ich habe Kameraassistenten, ich habe Licht, ich habe Rigger, ich habe Regie, ich habe Produzenten, also ja, ein Haufen Leute. Ja, ganz schnell kommen da viele Leute zusammen. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Statisten, die da rumspringen. Und dann die Darsteller. Also Leute, die ich unter Kontrolle habe und die eine Sicherheitseinweisung bekommen haben, die darf ich dann auch überfliegen. Ob dann die Versicherung dabei mitspielt, das ist noch ein anderes Thema, das muss auch geklärt sein. Ja, also die Produktionsversicherung muss darüber informiert werden, dass eine Drohne zum Einsatz kommt, was das für eine Drohne ist gegebenenfalls, also welche Risiken darin bestehen. Wir sind jetzt auch gerade dabei, ich bin der Teil des Teams, die das erarbeitet, bei den diversen Filmkommissionen in Deutschland, zusammen mit den, wie heißt es, nicht Gewerkschaften, sondern Genossenschaften, mit den Betriebsgenossenschaften, also die für die verschiedenen Berufsbereiche zuständig sind. Sogenannte Risk-Management-Systeme zu entwickeln. Also ist beispielsweise, wenn du an einem Filmset einen Kran betreiben willst, brauchst du auch einen zertifizierten Operator. Und wenn ein Filmproduzent einen Kran zum Einsatz bringt, dann muss der ein Risikomanagement-Papier ausfüllen. Das heißt, der muss eine Risikoanalyse durchführen. Und vorher arbeitet er nicht versichert. Das heißt, die ganze Produktion kann er an die Wand fahren, wenn da was passiert. Wenn der Kran umfällt und irgendjemand zu Schaden kommt oder auch Sachschäden entstehen größerer Menge, dann ist er unter Umständen nicht mehr versichert. Und das heißt, er haftet dann persönlich. Und gegebenenfalls auch nicht nur er alleine. Also wenn ich zum Beispiel als Drohnenoperator, als Drohnendienstleister von einer Filmproduktionsfirma gebucht werde, dann gibt es auch eine Haftungskette. Ich als Dienstleister bin natürlich als Pilot zunächst mal verantwortlich, muss auch eine Haftpflichtversicherung haben. Aber wenn ich als Pilot Dinge mache, die nicht erlaubt sind, weil ich nicht, also beispielsweise nicht keinen Drohnenführerschein habe, ja, und viele Dinge gar nicht weiß, und ich mich dann buchen lasse von so einer Firma und fliege für die, dann haftet die Produktionsfirma an erster Stelle. Und wenn ich zu klein bin, ich sag mal als Student, und wäre sofort Privatinsolvenz, wenn ich mir die überhaupt leisten kann, dann guckt die Versicherung, ja, wer ist denn der Nächste in der Haftungskette und kann den Schaden bezahlen. Ja. Deswegen, also man muss sich da mit auseinandersetzen. Mal gucken, ob wir jetzt haben wir wieder Internet, jetzt können wir das mal rauszoomen. Wir machen mal kurz die Satellitenansicht aus, da können wir ein bisschen besser die Grafiken sehen. Und es ist nicht so, was grün ist, ist erlaubt und was gelb ist, ist so halb gefährlich und was rot ist, ganz gefährlich. Ein bisschen so in die Richtung geht schon, aber alles, was bunt ist hier auf dieser Karte, ist zunächst mal irgendeine Art von Betriebsverbot. Das heißt, man kann das Fliegen in irgendeiner Art von Stadt zunächst mal komplett vergessen. Das Fliegen ist nur dann möglich, wenn du dir beim Luftamt entsprechende Betriebsverbot-Ausnahmegenehmigung holst. Und die sind wiederum an einige Nebenbedingungen geknüpft, ja, wo ihr dann ja, auch in diesen Genehmigungen dann nachlesen könnt, was da erlaubt ist und was nicht.
Nur mal ein paar Beispiele zu zeigen. Also, was haben wir hier? Vielleicht zoomen wir noch ein Stück weiter raus. Man sieht hier relativ große Zonen. Inzwischen auch ganz gut beschriftet. Ich klicke jetzt hier mal mit der rechten Maustaste und dann schauen wir mal auf Luftraum. Und dann finden wir hier, es ist ein Hubschrauberlandeplatz, Augsburg Klinikum und sogar eine Kontrollzone. Das Fliegen in einer Kontrollzone ohne Genehmigung von dem Tower, vom Flughafen, ist schon eine Straftat, wenn es keine Sondererlaubnis vom Luftamt dazu gab und keine Erlaubnis vom Tower. Das Fliegen innerhalb des Hubschrauberlandeplatzes, und zwar innerhalb heißt, es gibt eine Sicherheitszone für jeden Flugplatz in Deutschland von mindestens 1,5 Kilometer. Und zwar zu der Flughafenumgrenzung. Und ein Heliport eines Krankenhauses ist ebenfalls ein Flugplatz. Und wenn du in der Nähe von einem, sagen wir mal, du bist nur einen Kilometer entfernt von dem Krankenhaus und fliegst da mit der Drohne, dann ist das schon eine Straftat, die mit Gefängnis oder Bewährungsstrafe verurteilt wird. Das ist kein Kavaliersdelikt. Ja? Das heißt, Fliegen in Städten, in München wird 40% der Stadtfläche nur durch Heliports von Krankenhäusern abgedeckt. Dazu muss man eben dann wissen, das lernt man im Drohnenführerschein, wo holt man sich die Genehmigung, mit welchen Personen oder Abteilungen oder Behörden muss man sich abstimmen, wo meldet man, dass man jetzt fliegt. Ja, also beispielsweise man muss auch bei der Polizei anmelden, wenn ich innerorts fliegen will, vorher, in Bayern 24 Stunden vorher anmelden, dass ich fliegen will. Also es gibt einen Haufen Regeln zu beachten und in den Kursen, die wir so anbieten, in den einen Tag, das reicht gerade so, dass die Leute vielleicht die Fragen der Prüfung bestehen, aber es reicht nicht aus, um die Menge der Dinge, die man zu wissen hat, tatsächlich alles zu lernen. Mal zurück auf meine PowerPoint. Moment. Brauche ich das Bild? Hallo? Jetzt so. Okay, das überspringen wir mal. Ah ja, auch noch ein schönes Anwendungsbeispiel. Wenn ich bei Nebel fliege, derzeit kriegen ja auch noch mal die Eishaligen, die Tage, wo es noch mal wieder kühler wird. Und Nebel haben wir in Bayern ja relativ oft. Das ist ein großes Risiko für unbedarfte Piloten. Was denkt ihr? Ich weiß nicht, wer hat alles einen Autoführerschein schon? Bei welcher Temperatur wird man im Auto gewarnt, wenn man ein recht modernes Auto hat? 4 Grad. Warum? Was passiert schon bei 4 Grad? Was kann mit meinem Auto passieren? Das sollte ich wissen, wenn ich einen Führerschein habe. Das sind jetzt alle die Hände. Also, wenn ich zum Beispiel in der Brücke fahre, was passiert da, wenn ich 4 Grad habe? Was kann da passieren? Blitzeis. Exakt. Das heißt, das Auto kann ins Schleudern kommen. Wenn das, die Brücke auch noch eine Kurve hat und ich da schnell drüber fahre, kann ich ins Schleudern kommen. Warum kann ich Blitzeis haben? Das ist eine entscheidende Frage. Vor allem im Sommer mit Drohnen. Warum entsteht auf einer Brücke Blitzeis auch bei plus 4 Grad? Warum? Keiner eine Idee? Ja? Warum wird sie kalt? Warum wird die Brücke eher kalt als die normale Straße? Ja? Ja, weil sie von Wind umspült wird, quasi ständig. Und Wind führt zum physikalischen Austausch zwischen Luftpartikeln und der Brücke als Physik. Und dann findet eine Abkühlung statt. Und diese Abkühlung kann so weit absinken durch den ständigen Luftstrom, dass wir Minusgrade erzeugen und dass Feuchtigkeit gefriert. Und wenn ich also durch Nebel fliege, kann ich also bei erheblichen Plusgraden auf einem Propeller kann es zur Eisbildung führen. Und sobald Eis auf dem Propeller entsteht, bricht die Strömung zusammen, habe ich Strömungsabriss und dann fällt der Kopter wie ein Stein vom Himmel, weil das passiert dann auf allen Propellern. Ja? Das sind so Sachen, die man lernen muss. Entweder lernt man sie auf die harte Tour, dass die Drohne kaputt ist, aber im Worst Case halt war halt jemand runter. Ne?
Ganz allgemein, vielleicht noch zum Abschluss, das ist auch eine sozusagen im Gesetz verankerte erste Grundregel, und das haben wir, glaube ich, im Führerschein auch gelernt. Wir sollen normalerweise so fahren, dass wir im Grunde die Fehler der anderen kompensieren können und dass eben kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Deswegen, also passt auf, wenn ihr Drohnen einsetzt. Es ist wirklich ein sehr verführerisches Spielzeug. Es macht sehr viel Spaß, damit zu fliegen, aber es ist nicht ungefährlich. Und in diesem Sinne bin ich meinem Vortrag durch. Vielleicht noch: Alkohol ist absolutes No-Go in der Luftfahrt, da gilt die 0,0 Promille-Grenze. Ja. Also irgendwie nachts auf der Silvesterparty Silvesterfeuerwerk filmen ist auch big No-Go. Okay, ja, danke. Fragen noch? In Bayern kostet sie jetzt wieder Geld. In Bayern heißt es AV, Allgemeinverfügung. Die kann man oder muss man sich gegebenenfalls auch als Privatpilot holen, wenn man fliegen möchte, vor allem eben innerhalb von Betriebsverbotszonen. Die kostet jetzt 50 Euro, glaube ich, und ist aber davon abhängig, wie viele Betriebsverbote du dabei mit dir genehmigen lassen willst, kann das mehr werden. Das ist von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Ihr müsst in jedem Bundesland euch beim jeweiligen Landesluftamt informieren, was die denn für Auflagen haben. Die können unterschiedlich sein. Beispielsweise brauchst du in Bremen oder in Niedersachsen, um Verbotsausnahmegenehmigung zu bekommen, zwingend einen Drohnenführerschein, sonst kriegst du den gar nicht. Gegebenenfalls musst du auch schon gewerblich tätig sein, um sie zu bekommen. Um vielleicht nur eine Allgemeinverfügung ohne die Verbotsausnahmen zu bekommen, brauchst du es vielleicht nicht, aber das ist auch unterschiedlich. Also in Bremen beispielsweise, weil da alles, die gesamte Innenstadtbereich ist innerhalb der Kontrollzone des Flughafens, und da kriegst du nichts ohne Drohnenführerschein. Und je nach Bundesland kann das raufgehen bis 200-300 Euro. Dann hast du erstmal vielleicht so für 1-2 Jahre eine Genehmigung. Aber dann brauchst du eben noch, wie gesagt, von dem jeweiligen Grundstückseigentümer oder derjenige, der die Verfügungsgewalt hat, also bei der Uni halt, weiß ich, der Dekan oder Abteilungsleiter, was auch immer, das muss man herausfinden, wer sich dafür zuständig erklärt, brauchst eine Stadt-Land-Genehmigung, oder selbst wenn du auf dem Feld fliegst, möchtest du theoretisch von den Bauern eine Genehmigung, dass du da Start und Land hast. Wobei da auch noch dazu kommt, dass du die Drehgenehmigung auch brauchst. Innerstädtisch. Ja. Wo ist denn genau die Grenze zwischen Spielzeug, was man jetzt so mit 250 Gramm. Deswegen ist ab da die Kennzeichnungspflicht, aber die Haftpflichtversicherung brauchst du grundsätzlich, wenn du draußen fliegst. 250 Gramm. Ja, weil 250 Gramm, das kann man ausrechnen, ist bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Je kleiner die Dinger sind, desto langsamer sind sie ja grundsätzlich. Also eine gewisse Maximalgeschwindigkeit können sie dann gar nicht mehr überschreiten, also derzeit nicht. 250 Gramm sind ungefähr 80 Joule. Und 80 Joule gelten, also da hat man, es kommt natürlich aus dem Militärbereich, hat man in der Forschung festgestellt, findet, sage ich mal, in der Regel maximal ein blauer Fleck statt. Ja? Wenn du aber beispielsweise so ein Mavic hast, der wiegt schon, ich glaube, knapp 800 Gramm. Wenn ein Kilogramm, also zum Beispiel eine Kokosnuss, wiegt rund überhaupt ein Kilogramm, aus 25 Meter Höhe runterfällt und die auf den Kopf fällt, dann kannst du das Genick brechen. Frag mal einen Bergsteiger, warum die einen Helm tragen beim Klettern. Also so ein kleiner Stein wiegt schnell mal ein Kilo, wenn du ihn auf den Kopf kriegst, kann also schwerste Verletzung. Was aber auch ein Risiko ist, und wenn die Drohne größer wird, habt ihr die Zeitlupenbilder von der Mavic gesehen, das sehe ich halt als größeres Risiko an. Und da brauchst du noch gar nicht mal viel Bewegungsenergie. Also Joule sind ja in der Regel Bewegungsenergie, also Masse mal Geschwindigkeit. Ist diese halt Fähigkeit der Propeller, Dinge zu schlitzen, ja, wie ein Messer. Also was braucht man dann? Also ab 250 Gramm braucht man eine Kennzeichnungspflicht. Und ab zwei Kilogramm ist eigentlich erst der Drohnenführerschein zwingend Pflicht, auf jeden Fall, egal ob privat oder gewerblich.
Aber je nach Bundesland können die Landesluftämter eben Gesetze verschärfen, das haben sie zum Teil auch getan, und verlangen halt gegebenenfalls früher den Drohnenführerschein. Und das ist dann teilweise auch davon abhängig, was der Einsatzzweck ist. Also will ich zum Beispiel eine Anlage, eine Chemieanlage inspizieren, dann muss ich in Niedersachsen vielleicht sogar ein sogenanntes SORA machen, ein Risk Management Gutachten erstellen. Und dann ist beispielsweise auch ein Quadrocopter mit 1,5 Kilogramm ohne Drohnenführerschein nicht mehr zu fliegen. Diese Start-Landegenehmigung, ist auch diese 2-Kilo-Grenze? Nein, eine Start-Landegenehmigung ist grundsätzlich nötig und das hat auch eigentlich nichts mit dem Luftraum zu tun, sondern eine Start-Landegenehmigung ist eigentlich eine zivilrechtliche Anforderung und hat überhaupt nichts mit dem Luftamt zu tun. Das heißt, die sogenannte Aufstiegsgenehmigung, die ich vom Luftamt bekomme, die wird oft missverstanden. Das ist nicht die Genehmigung, dass ich aufsteigen darf, sondern dass ich in den Luftraum eintreten darf oder im Luftraum mich bewegen darf. Das ist rein luftrechtlich. Und dass ich von dem Grundstück, wo ich die Drohne hinstelle und von dem ich abhebe, eine Start-Landegenehmigung brauche, die brauche ich vom Grundstückseigentümer. Das hat nichts mit dem Luftamt und nichts mit den Genehmigungen zu tun, die ich vom Luftamt benötige. Ja? Ganz wichtig. Und wenn ich zum Beispiel hier in Augsburg oder in München irgendwo in der Innenstadt, selbst in einem Park, wo vielleicht gerade mal wenig los ist, ja, oder Sonntag früh auf dem Rathausplatz eine Drohne hinstelle und da starten will, dann ist das nicht nur deswegen notwendig, eine Genehmigung zu holen, weil das eine Start-Landegenehmigung benötige, sondern weil ein öffentlicher Platz, ein öffentlicher Raum, ein Gehweg, eine Straße, ein Rathausplatz, der ist nur zum Zwecke der Fortbewegung öffentlich freigegeben. Das heißt, das Verwenden eines Stativs und einer Filmaufnahme oder einer Drohne ist eine sogenannte Sondernutzung nach dem Gesetz. Und eine Sondernutzung braucht eine Sondernutzungsgenehmigung. Ja? Und da muss man sich bei den, ich weiß nicht, wie es in Augsburg ist, aber in München gibt es extra für die Filmproduktionen beim Ordnungsamt Abteilungen, die nur dafür zuständig sind, einem Filmproduzenten zu vermitteln, was braucht er denn alles für Genehmigung. Da kann man anrufen und sich durchfragen und sagen, ich möchte das und das machen. Dann sagen die einem, ja, dann brauchen sie die Abteilung und die Abteilung und die Abteilung, da brauchen sie die Genehmigung und die Genehmigung. Und die helfen einem dann, das zu bekommen. Ja? Und da ist innerhalb der Anträge, die man da online auch abrufen kann, gibt sogar extra schon jetzt ein Häkchen dafür, dass man auch eine Start-Landegenehmigung für eine Drohne haben möchte. Okay? Wenn man jetzt Pilot ist, braucht man dann immer noch einen Drohnenschein? Was für ein Pilot? Zum Beispiel ein Segel. Segelflieger reicht nicht aus, aber wenn du so einen Cessna-Schein hast, dann der ist geeignet, ja. Ein Drohnenschein ist natürlich dramatisch günstiger, da liegst du so bei ungefähr 300 Euro. Wie kann es denn sein, dass irgendwie trotzdem voll oft Aufnahmen über Menschenmengen oder ja, bei irgendeinem Festival oder sonst was, das sieht man ja. Ja, massenweise. Ja, aber wird einfach gemacht, oder? Wird einfach gemacht, aber das ist natürlich auch ein klassisches Know-how-Problem. Wie bringst du der Bevölkerung bei, dass sowas gefährlich ist oder nicht? Es ist ein bisschen dumm, dass der Gesetzgeber die Grenze bei 2 Kilogramm festgelegt hat, dass halt viele aus der Pflicht, einen Drohnenführerschein machen zu müssen, egal ob privat oder gewerblich, quasi rausgefallen sind. Und damit die Zwangsschulung, die wir eigentlich zum Beispiel beim Autoführerschein ja haben, oder selbst für ein Moped brauchst du ja einen Führerschein, die ist nicht vorhanden. Und es wird, ich denke mal, noch Jahre brauchen, bis die Masse der Leute mitbekommen hat, schlicht, dass wir hier es mit einem nicht ganz ungefährlichen Spielzeug zu tun haben. Ja? Und ein Hersteller, du kannst auch einen Radarwarner kaufen, benutzen darfst nicht. Ne? Ob das jeder weiß, ist eine andere Frage, aber dass du mit der Drohne vieles nicht mehr machen darfst, das war eigentlich vorher schon klar, weil das ergibt sich nämlich aus diesem ersten Grundsatz. Du darfst niemanden gefährden und dass eine Drohne nicht ganz ungefährlich ist, ist halt die Frage, weißt du das oder weißt du das nicht? Aber ihr wisst hoffentlich alle, am Ende des Tages ein Richter, wenn du da stehst und sagst, ja sorry, habe ich nicht gewusst. Ne? Also dann heißt es ja so schön, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
Es gibt eine Selbstinformationsverpflichtung. Das heißt, wenn man so ein Gerät anschafft, muss man sich selbstständig darüber informieren, was man darf oder was man nicht darf. Wer tut das aber? Wie gesagt, wer liest heutzutage ein Handbuch? Keiner hat hier wahrscheinlich je ein Handbuch von einem Handy gelesen. Deswegen liest auch keiner ein Handbuch von einer Drohne. Also die Drohnenhersteller werden in Deutschland beispielsweise nicht verpflichtet, irgendwelche Informationspapiere beizulegen. Wenn du aber so eine DJI-Drohne kaufst, findest du Papiere von Österreich und von der Schweiz dabei liegen, die über die Regeln in Österreich und Schweiz informieren. Aber als deutscher Pilot weißt du deswegen noch nicht, wie die Regeln in Deutschland sind. Und selbst ein A4-Blatt, Doppelblatt, wie auch immer, Faltblatt kann dir vielleicht nur ein paar ganz grobe Regeln vermitteln. Aber die Menge an Regeln, die es zu wissen gilt, die umfassen inzwischen schon so ein Buch. Und selbst wenn du das gelesen hast, heißt das noch nicht, dass du den Drohnenführerschein bestehst. Weil die Menge an Fragen oder die Komplexität auch in der Menge der Gesetze und Verordnungen, die ja mitunter ineinander greifen. Ne? Also zum Beispiel ist jetzt mal die Frage, darf ich dieses Gebäude hier überhaupt filmen? Was denkt ihr? Von außen. Also ohne jetzt, ich rede jetzt mal nicht von der Drehgenehmigung oder so, aber rein rechtlich, darf ich das? Ja, ist wahrscheinlich vom Architekt abhängig, oder? Urheberrecht. Ich habe ein Urheberrechtsproblem. Das hier ist schon ein sehr spezielles, modernes Gebäude. Das ist einzigartig. Das hat auf jeden Fall, hat der Architekt Urheberrechte, genauso wie ihr als Fotograf Urheberrechte habt. Aber wenn ihr etwas fotografiert, wo jemand anders ein Urheberrecht habt, dann braucht ihr von demjenigen eine Nutzungslizenz, dass ihr dieses Bildmaterial weiterverarbeiten dürft. Ja? Also zum Beispiel darfst du vom Allianzstadion, darfst du auch keine Filmaufnahmen machen. Wenn du da Filmaufnahmen machst und die in der Werbung verwenden willst, das kostet dich über 10.000 Euro nur an Nutzungsgebühren, um die Lizenz zu haben, dieses Bildmaterial überhaupt in der Werbung einsetzen zu dürfen. Ja? Okay. Ja, man kann es natürlich auch bei 50 Euro anfangen. Fliegt natürlich ein bisschen anders als jetzt so eine Mavic. Was derzeit eigentlich mal so das günstigste und professionellste System wäre zum Einsteigen, ist der Mavic Air. Liegt knapp unter 1000 Euro. Da kannst du schon eine Qualität von Aufnahmen machen, die das Fernsehen akzeptieren würde. Ja. Bestenfalls holst du dir die Erlaubnis von den Bauern von dem Feld oder kennst jemanden mit einem großen Gartengrundstück oder du gehst auf den Modellflugplatz. Ja. Es ist zwar nicht jeder Modellbauverein ist begeistert von Drohnenfliegern. Warum? Weil die meisten Flächenflieger halt in eine bestimmte Richtung starten und landen und eine längere Start-Landebahn brauchst. Wenn du mit deiner Drohne einfach mittendrin in der Landebahn runterkommst und da will jetzt gerade ein Flächenflieger landen, ne, du brauchst eigentlich nur ein paar Zentimeter, aber der braucht die ganze Bahn. Da muss man sich dann gut abstimmen. Aber also ich habe zum Beispiel bei mir, ich lebe Gott sei Dank auf dem Land, ich habe 5 Kilometer weiter mit ein paar Kumpels haben wir da einen Bauernplatz gemietet und haben uns einen eigenen Modellflugplatz quasi. Leisten wir uns. Ja. Und da mache ich auch so meine ganzen Tests. Aber ich habe jetzt auch, wo ich meine Schule betreibe, auf dem Gewerbegebiet haben wir eine große Freifläche und da habe ich die Erlaubnis vom Vermieter, da Drohnenübungen und Schülerübungen durchführen zu dürfen. Okay, dann machen wir jetzt kurze Pause und wann geht's weiter? Dann um halb. Ja, oder? Dann vielen Dank.